Tigers Süper EM Stüdyo. Mann, was war das für ein Spiel? Ja, 22. Minute ohne Treffer. Wir machen alle so. So haben wir gemacht, ja, so. Dann 27. Minute, Schweinsteiger macht Tor und wir machen so alle. Nein! Nein, kann doch nicht sein, unglaublich! Dann Reupitz und Eihahn, die machen sich gegenseitig tütsch, patt, weißt du? Dann endlich Halbzeit, ja, endlich, ja. Gesichtswassen, trocknen, neue T-Shirt anziehen und weiter geht's. Zweite Halbzeit fängt an, ja. Dann zweite Halbzeit, hast du Löw gesehen? Mann, Löw wurde wie zu Fatih Terim, ja, richtig so. Hat der Ketter da gemacht, Löw, ja? Löw wurde Fatih Terim, ja? Und da musst du mal überlegen, ja? Bei Austria Fernsehen, hat bestimmt Türke gearbeitet, weißt du? Weil er hat sich so gefreut, yeah, hat sich gefreut. Und wenn Türke sich freut, macht er Hand so auf Tisch, weißt du? Aber da war Knopf, weißt du? Und da war Knopf und da war plötzlich ein Bild weg, weißt du? 20 Minuten kein Bild, was ist los, ja? Dann, Mann, was war los, ja, mit Rüschte, ja? Er ist geflogen, okay, er ist geflogen. Aber wenn ein Torwart fliegt, dann muss er auch Ball fangen, ja? Unglaublich, ja? Und dann war es 2-1 und wir haben alle so gemacht, nein! Oh, kann doch nicht wahr sein, ja? Scheiße! Dann 85. Minute, was war los? Was war los? Eine super Hurricane von Sabri, rechts an Arm vorbei, macht Pass rein, da steht Sammy, Sammy schießt, Sammy Tor, unglaublich! Und dann haben wir alle gemacht, Goal! Goal! Super, ja? Super, ja? Dann Lahm, unglaublich, ja? Macht das vierte deutsche Chance, macht der dritte Tor, ja? Unglaublich, ja? Unglaublich, da haben wir alle so gemacht. Nein! Nein! Kann doch nicht sein! Und dann, wir waren alle richtig traurig, ja? Mann, wir waren richtig traurig, ja? Mann, aber damit herzlichen Glückwunsch Deutschland für Erreichung Finale, ja? Bravo, super! Und jetzt, wir sind einen Tag traurig, ja, einen Tag, aber dann, zwei Tage später, Meter, dann sind wir wieder final, weißt du, Sonntag, Montag. Und was habe ich gesagt, wenn Türkei führt, scheiße, die verlieren, ja, und Türkei hat geführt und die haben verloren, ja. Aber egal, keine Lust, weiter reden, Mäden, kommen wir zu Katarugi, ja. Guck mal, der beste Spieler heute war, man kann sagen, die ganze türkische Mannschaft. Aber eigentlich Hamid Altıntop, beste Spieler, ja. Beste Hurricane war heute Sabri gegen Lahm, weißt du. Sabri gegen Lahm war guter Hurricane, ja. Super Hurricane. Bravo. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Beste Autokonvoi, ja. Guck mal, beste Autokonvoi heute, guck dich an. Super hier. Deutschland, ja. Deutschland. Aber wenn du siehst auch, es gibt da kein Auto hier, ja. Unglaublich. Es gibt kein Auto. Aber trotzdem beste Autokonvoi Deutschland. Bravo. Super. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Bestes Spiel, ja. Und bestes Spiel war natürlich, ich muss mal überlegen, Natürlich, ja, Deutschland, Türkei, beste Spieler, ja. Okay, guck mal, kommen wir zur nächsten Kategorie. Spiele morgen. Morgen spielt Russland gegen Spanien, weißt du? Was soll man dazu sagen? Ich habe keine Lust mehr, was dazu sagen. Ich gehe jetzt feiern, Bayern. Kurz mal. Geiles Trikot, so geil. Da war ein gutes Spiel, oder? War spannendes Ende. Ist okay?